Achten Sie Ihren Uhrraum. Egal. Rechts ist okay. Rechts ist okay. Ja. Ruhig, sachlich, unaufgeregt. Gerade deshalb ist Christoph Kannengießer eine gefragte Stimme, wenn es um Ebola geht. Die Panikreaktion mancher westlicher Unternehmen kann der Geschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft nicht verstehen. Es ist eben halt irrational, wenn dann Messen in Ghana abgesagt werden oder Delegationsreisen nach Namibia oder Südafrika, Orte, die 3000 Kilometer von dem nächsten Infektionsherd weg sind. Der afrikanische Kontinent darf nicht wegen dieser Ebola-Pandemie insgesamt stigmatisiert werden. Der 51-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und bereitet selbst gerade eine Reise nach Afrika vor. Ende dieser Woche verlässt er Berlin für ein paar Tage und begleitet 20 deutsche Unternehmer in die Demokratische Republik Kongo und nach Kongo-Brazzaville. Also, wir reisen zunächst nach Pointe-Noire. Da sind wir einen Tag. Anderthalb Tage. Seine Pressereferentin Carla Nickel begleitet ihn. Die Zahl der Ebola-Fälle steigt auch im Kongo rasch. Ihre Verwandten, ihre Familie sagen die, Mensch, Carla, bist du verrückt? Tatsächlich, ja, haben das viele gesagt. Es wissen aber auch viele, dass ich immer wieder nach Afrika fliege. Ich war gerade ein halbes Jahr in Burundi. Und meine Mutter hat jetzt das erste Mal gesagt, Mensch, muss es gerade sein. Aber ich habe sie, glaube ich, innerhalb von 2 Minuten davon überzeugt, dass es absolut kein Problem ist. Es gibt an den Orten, zu denen wir uns begeben werden, keine Infektionsfälle. Insofern schätzen wir das Risiko, dass wir dort eingehen, als verschwindend gering an. Und ganz offenkundig ist das auch bei unseren Teilnehmern so. Also wir haben überhaupt keine irgendwie gearteten panischen oder hysterischen Nachfragen gehabt, sondern wir haben eine ganz konstante Anmeldelage. Der Verein vertritt die Interessen der deutschen Wirtschaft in Afrika. Mitglieder sind Beratungsunternehmen, Rohstoffkonzerne, mittelständische Betriebe. Und einige davon hat er für diesen Abend eingeladen. Der Premierminister der Demokratischen Republik Kongo ist auf Staatsbesuch. Ein Land mit über 70 Millionen Einwohnern. Augustin Matata Ponyo Mapon, seit 2012 im Amt, vorher Finanzminister und mitverantwortlich dafür, dass die Demokratische Republik Kongo heute eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Afrika ist. In seiner Rede verweist der Politiker auf ein Wirtschaftswachstum von über 8%, auf große Chancen für deutsche Unternehmer. Und er geht auch auf die Gesundheitsgefahren ein. In dem Gebiet, das sich in der nördlichen Provinz Äquateur befindet, da gibt es Ebola-Krankheitsfälle, die aber auf dieses Gebiet begrenzt sind. Heute können wir Ihnen sagen, dass wir gar keine Angst haben, weil unsere Spezialisten und Mediziner das unter Kontrolle haben. Ich denke, dass die Deutschen kommen können und in der Republik Kongo sehr sicher sein werden. Und was sagen die deutschen Unternehmer? Viele kennen sich im Land aus. Alois Dörlemann leitet ein Unternehmen, das afrikanische Regierungen beim Bau von Krankenhäusern berät. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Premierminister meint, als er sagte, sie haben es unter Kontrolle und Maßnahmen ergriffen. Ich nehme mal an, die haben die Region in etwa abgeblockt, sodass da sowieso keiner rauskommt. Aber auch aufgrund der fehlenden Straßen und Transportwege kann da eigentlich keiner raus. Und in Kinshasa, das ist relativ weit weg, besteht aus meiner Sicht keine Gefahr. Fazit der anwesenden Unternehmer: Es gibt keinen Grund, ganz Afrika wegen Ebola zu meiden. Nicht mal die Demokratische Republik Kongo, wo es Ebola in einigen Landesteilen gibt. Dieses positive Signal nimmt der Premierminister mit nach Hause.